dieser Feier tiefer auf die Fragen, die aufbrechen, wenn wir hier der Leidensgeschichte etwa heute nach Lukas zuhören. Machen wir uns die Fragen zu eigen, die vielen Zeitgenossen auf den Lippen liegen, auch wenn sie sie nicht aussprechen. Ich habe die Zahlen nicht genau parat, aber es gab vor einigen Wochen eine Umfrage, die ergeben hat, dass sowohl katholischerseits wie evangelischerseits entweder die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Getauften nicht mehr glaubt, dass Jesus gelebt hat überhaupt. Wir reden nicht von Weihnachten, wir reden nicht von Ostern, wir reden nicht von Erlösung, sondern allein das reine nackte Faktum, dass er überhaupt existiert hat, gelebt hat. Man kann sich darüber moralisch entrüsten. Man kann das auch bleiben lassen. Das ist sicher die bessere Variante. Denn moralische Entrüstung, die wir allenthalben rechts und links feststellen, bewirkt zunächst noch gar nichts. Das ist wie ein Strohfeuer, schnell verbrannt, lässt sich gut senden, manchmal auch drucken, auch in kirchlichen Medien, und dann ist es wieder gut oder eben nicht gut. Sehen wir die tiefere Frage, die darin liegt, wenn wir Zeugen werden, lebendige Zeugen, wenn wir den Weg Jesu wirklich mitgehen, den Weg durch seine Passion. Stellen wir die Frage, wozu muss Jesus diesen Weg gehen? Warum findet Gott keinen anderen Weg? Menschen zu befreien, uns zu befreien, noch konkreter, mich zu befreien. Warum macht Jesus jede Schändlichkeit durch, die man sich vorstellen kann? Verrat durch beste Freunde, Judas und Petrus, verkauft zu werden, hintergangen zu werden, verspottet zu werden, zum Spielball von Lokalpolitikern zu werden, das ist offenbar das Schlimmste. Wir haben uns angewohnt, liebe Schwestern und Brüder, Jesus reichlich zu verkleinern. Wir machen ihn zu allem Möglichen. Wir machen ihn zu unserer Projektion. Und das kann jeweils wechseln. Jedenfalls war eines in unserer Auffassung nicht gefährlich. Und die Frage ist, nachdenkliche Neutestamentler machen darauf aufmerksam, warum muss man einen solchen Prozess inszenieren? Denn das ist dasjenige, was noch nicht einmal die schlimmsten Feinde des Christentums oder die Gegner Jesu je bestritten haben, dass er am Kreuz gestorben ist. Warum dieser Aufwand, wenn das ein harmloser Schluffi war, der durch Galiläa spazieren ging und ab und zu was erzählt hat vom lieben Gott? Wozu dieser Aufwand? Wozu die Grausamkeit am Kreuz? Wozu dieser Justizmord? Diese Frage ist offen. Es ist eine tiefe Frage, die keine leichte Antwort ermöglicht. Es ist eine Frage, liebe Schwestern und Brüder, die wir mitnehmen müssen in diese heilige Woche, in diese Tage. Wir dürfen uns nicht zufrieden damit geben, dass wir gleich unseren Palmzweig nach Hause tragen und wenn wir gut gelaunt sind, ihn dann auch vernünftig in die Ecke stellen oder hinter das Kreuz kleben und dann ist es gut gewesen. Mit diesem grünen Zweig, den wir mit nach Hause nehmen, ist die Frage nach Gott verbunden. Die Frage, warum Gott sich so in diese Zeit hineinkniet. Warum er diesen Weg wählt. Und erst wenn man diese Woche zu Ende geht, dann leuchtet vielleicht eine Antwort auf. Aber nur dann, wenn man bereit ist, mit Jesus zu gehen. Ich will nur aus der Lukas-Passion eine kurze Szene herausgreifen, die uns vielleicht in diesem Jahr der Barmherzigkeit besonders ansprechen mag. Mit dieser Knallfigur von Herodes spricht Jesus keine Silbe. Dieser Pappfigur von Rom, dieser Mr. Wichtig, der seine Strippen zieht und der auch Erfolg hat. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Und wir sehen auch heute die Akteure, die manchmal auf Jesus gespannt sind und von christlichen Werten herumphrasen, denen aber die Flüchtlinge in Idomeni egal sind oder sonst wo. Mit Jesus spricht mit ihnen keine Silbe. Aber mit dem Verbrecher zu seiner Rechten, der im letzten Moment ihn um Gnade bittet, mit dem geht er sehr freundlich um, selber im Sterben. Wir sollten diesen Kontrast einmal auf uns wirken lassen, mit wem Jesus wirklich kommuniziert.
und was göttliche Barmherzigkeit wirklich bedeutet. Herodes, nein, danke. Und ob sie Herodes heißen oder neuere Namen tragen. Aber der Verachtete, der Verbrecher am Kreuz, der im letzten Moment sehen kann und erkennen kann, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Der selber nichts beschönigt von seinem Leben, der sich einfach Jesus zuwendet, der erfährt Gottes Freundlichkeit. Der erfährt Jesu Zuwendung noch in seinem Sterben, indem er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In diesem Verhalten leuchtet schon das geheimnisvolle Wesen Gottes auf, wie seine Art ist. Und wir werden sie Schritt für Schritt durch diese Woche mehr kennenlernen. Nehmen wir heute diese Frage nach Gott mit. Lassen wir sie tief in uns einsinken und bleiben wir nicht an der Oberfläche. Wir müssten uns sonst vorwerfen, wir seien den Weg Jesu nicht ganz mitgegangen.